Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oh, ich muss mal meinen Computer hier ein bisschen rüberdrehen. Das spiegelt immer so in der Brille. In der Brille spiegelt der Computer. Wunderschönen guten Abend. Mal schauen, ob das hier jetzt live klappt heute Abend. Ich habe auch eine Zuschauerin, die Annette ist mit dabei. Hallo, liebe Annette, schön, dass du da bist. Du bist gerade die Erste, die ich sehe. Es sind mehrere Zuschauer da. Schickst du mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin? Das wäre ganz lieb. Hallo, Annette. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Ich habe immer noch eine Prägung weg, als ich kürzlich hier mal online war, eine halbe Stunde gequatscht habe. Keiner hat mich gehört. Schreib mir doch mal gerne rein. Huhu, hallo liebe Sandra. Schick mir mal jemand ein Herzlein. Ja, danke, 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 danke. Wunderbar. Schön. Also, ich möchte mal mit dir sprechen, wie du jetzt in die Pötte kommst. Hallo liebe Nettie. Und aufhörst, wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen. Und zwar möchte ich nochmal an gestern Abend anknüpfen, wo ich ja um 8 Uhr hier live war. Vielleicht hast du es schon gesehen oder warst auch dabei. Vielen, vielen Dank. Wo wir ja diese kreative Übung gemacht haben mit den Symbolen und du wertvolle Informationen bekommen hast, die tief im Unbewussten vergraben sind, zu deinem Seelenplan, zu deiner Aufgabe, also zu Dingen, die es jetzt zu lösen gilt, um deinem Herzen zu folgen. Und ich habe heute tagsüber mit einigen von euch gesprochen, die gestern auch dabei waren. Wenn du jetzt denkst, von was spricht die und du hast es dir noch nicht angeschaut oder weißt gar nichts davon, hast das gestern gar nicht mitgekriegt, dann schau mal hier in der Gruppe unter dem Bereich links Lektionen. Da habe ich diese Übung von gestern Abend nochmal verlinkt. Dann schau da einfach anschließend nochmal rein. Hol dein weißes Blatt Papier und einen Bleistift, brauchst du unbedingt dazu, und mach von Anfang an diese Übung mit. Also ich verspreche dir, du wirst ganz, ganz wertvolle Informationen bekommen. Denn da möchte ich jetzt nochmal dran anknüpfen. Ich habe heute mit einigen gesprochen, die da gestern dabei waren und diese Übung mitgemacht haben. Ich meine, im Grunde genommen weiß ich selbst habe ja vor vielen Jahren mit genau dieser Übung ganz wertvolle Informationen bekommen zu meinem Plan, zu meinem Weg. Aber trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, was immer so alles zutage gefördert wird. Da waren gestern welche dabei, hallo liebe Birgit, die ihr Kraftbild quasi gezeichnet haben. Also die durch diese Anleitung ein Kraftbild haben entstehen lassen, dass sie jetzt so die nächste Zeit bekleidet, weil sie einfach in einer schwierigen Situation stecken, wenig Energie im Moment haben und mit diesem Bild, was sie da gestern kreiert haben, so wertvolle Impulse bekommen haben, wo wir dann heute so im Gespräch noch ein bisschen, also im vertraulichen Gespräch, uns noch mal was angeguckt hatten und wir da noch weitere kleinere Elemente in das Bild hinzugefügt haben, sodass das jetzt zu einem Kraftbild geworden ist für die nächsten Wochen. Dann waren welche dabei, die ganz, ganz wertvolle Informationen zu Partnerschaftsthemen bekommen haben, sowohl zur jetzigen Partnerschaft als auch zu früheren Partnerschaften und erstaunt waren, wie da noch Dinge so im Unbewussten rumoren im wahrsten Sinne des Wortes, die auch daran hindern, so die jetzige Partnerschaft auf ein anderes Level zu bringen, also erfüllt und glücklich zu sein mit der Partnerschaft jetzt einfach auch. Und auch im Hinblick auf, was war das andere noch? Abgrenzung, genau Abgrenzung. Das war ein Aspekt, den ich bei mir früher, als ich diese Übung mal gemacht habe, entdeckt habe, wo ganz, ganz wertvolle Impulse geflossen sind im Hinblick auf Abgrenzung. Zum einen im Hinblick auf mangelnde Abgrenzung war das bei einer der Fall, fremden Themen, fremden Energien gegenüber. Und jemand anderes hatte so das Thema entdeckt, dass sie sich abgrenzt, den eigenen
Potenzial den eigenen Fähigkeiten gegenüber, die sie zwar sieht, das ist ja klar geworden durch das Bild, aber sie hatte den Zaun da um ihre eigenen Fähigkeiten gezeichnet, sodass ja da so beim Deuten bewusst wurde, Mensch, ich grenze mich ja immer noch von meinem eigenen Potenzial ab und die hat schon so viel bislang gemacht, schon so viele Ausbildungen und Fortbildungen und Zertifikate und Kurse belegt und Bücher auch gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so, dass du auch schon vieles gemacht hast und trotzdem immer mal so das Gefühl hast, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück oder ein Schritt vor und zwei zurück oder wie auch immer. Also, dass du immer noch nicht dort bist, wo du eigentlich hin möchtest. Und wenn du jetzt gestern Abend live dabei warst oder dir jetzt im Nachhinein diese Anleitung bei den Lektionen da anguckst, also bitte mach das unbedingt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Links in der Spalte hier in der Gruppe findest du einen Button Lektionen und da findest du den Bereich, wie du an die Botschaften deiner Seele oder im Unbewussten herankommst, ja? Das andere sind Erfolgsinterviews. Schau dir die auch gerne an, wenn du die noch nicht kennst. Dann mach das und dann, und darauf möchte ich jetzt nochmal hinaus, möchte ich dich dazu ermutigen, wirklich auch mit diesen Themen jetzt weiterzugehen. Denn ich kenne das nur zu gut von mir auch. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, wertvolle Erkenntnisse bekommen, fand ich ganz interessant und spannend. Da schaut mein Pippi Langstrumpf-Äffchen zu. Ich fand das ganz interessant und spannend, wertvolle Erkenntnisse bekommen. Und was habe ich gemacht? Das Blatt ist dann erstmal schön irgendwo auf dem Schreibtisch gelandet. Und irgendwann haben sich dann andere Stapel draufgelegt. Und irgendwann ist es in Vergessenheit geraten. Dann bringen die Erkenntnisse natürlich nichts, ne? Das heißt, ich bin mal wieder eine Weile auf der Stelle getreten und habe eine Schleife gedreht. Deshalb, meine Liebe, mach da jetzt was draus. Schau dir jetzt diese Themen näher an und begib dich da jetzt mit den Themen, mit den Erkenntnissen, die du da bekommen hast, auch wirklich Schritt für Schritt auf den Weg mehr zu deinem Herzen. Das meine ich damit. Wie du jetzt eben in die Pötte kommst mit diesen Dingen, weil mach bitte nicht den gleichen Fehler wie ich, dass du es jetzt einfach ja auf dem Schreibtisch liegen lässt, ganz interessant findest und ja dann doch irgendwo im Nirvana verschwinden lässt. Weil dann wird irgendwann die Situation kommen, dann räumst du auf in einem halben Jahr oder vielleicht, schau mal, wir haben jetzt bald Oktober, noch 3 Monate, dann ist dieses Jahr schon wieder Geschichte. Und so zwischen Weihnachten, Neujahr haben wir ja oftmals so den Dreh oder den Drall dazu, mal aufzuräumen und so ein bisschen Tabula rasa auch im Schreibtisch oder im Schrank zu machen. Und dann kommt es dir wieder in die Hände und dann denkst du, ah, da war doch was. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt wirklich hingehst und packst die Themen an, diese Erkenntnisse, die du bekommen hast, und packst sie an, wo kannst du dann Ende des Jahres schon stehen? Und wie kannst du dann ins neue Jahr starten und durchstarten? Ja, in dein ideales Leben, was ganz hier deinem Potenzial entspricht. Dazu möchte ich dich jetzt hier einfach nochmal ermutigen, das zu machen. Nutz jetzt wirklich diese Chance, die du da, diese Erkenntnisse, die du daraus bekommen hast, dass du dann, wenn du zwischen Weihnachten und Neujahr zum Beispiel eben aufräumst, denkst, wenn du das Blatt dann in der Hand hast, bist du stolz auf dich, dass du es angepackt hast, blickst zurück auf die Dinge, die du dann in der Zwischenzeit in den letzten 3 Monaten dann rückblickend oder jetzt in den nächsten 3 Monaten eben schon lösen kannst und bearbeiten kannst. Hallo liebe Marianne, Regine und hallo liebe Ursula, schön, dass auch ihr dabei seid. Und dann kannst du doch mit einer ganz, ganz anderen Energie ins neue Jahr starten. Ja? Dann hast du doch einen ganz anderen Lichtblick am Horizont. Kannst dir auf die Schulter klopfen und kannst vielleicht zurückblicken auf dieses Jahr und denken,
9 Monate lang habe ich so ein bisschen da rumgedümpelt und dann habe ich die Erkenntnis bekommen und dann habe ich es endlich angepackt. Habe über diese simple und einfache Übung, von der ich gerade gesprochen habe, die wir gestern hier gemacht haben, die Erkenntnisse, die ich da bekommen habe, endlich gewandelt. Und jetzt kann ich mir auf die Schulter klopfen und jetzt starte ich durch ins neue Jahr. Schau mal, wie schnell sind die letzten 9 Monate vorbeigegangen und wie schnell gehen die nächsten 3 Monate vorbei. Und da kannst du so, so vieles schon bewegen und einen ganz, ganz tollen Grundstein setzen, um 2020 dann zu deinem größten Erfolgsjahr ever werden zu lassen. Ja, setz da jetzt den Grundstein und schau dir das nochmal an. In den Lektionen findest du die Übung von gestern als Aufzeichnung. Und wenn du auch, wie einige von euch, die heute persönlich mit mir über ihr Bild da gesprochen haben und da Symbole mit mir auch gedeutet haben, und bei einer ist ja ein wunderbares Kraftbild sogar entstanden, weil wir da noch ein paar Symbole hinzugefügt haben, dann schau auch gerne im Kalender, wann dann noch ein Termin frei ist und dann können wir auch gerne ganz persönlich darüber sprechen. Ja, damit du wirklich, das ist mein Anliegen, zum Jahreswechsel, auch wenn es jetzt vielleicht noch utopisch weit ist, aber schau mal, wie schnell geht die Zeit vorbei, zurückblickst auf dieses Jahr, dass du wirklich sagen kannst, bin jetzt endlich voll und ganz auf meinem Weg und habe so viel gelöst und jetzt geht's endlich voran. Und jetzt habe ich endlich aufgehört, einen Schritt vor und zwei zurück zu gehen, weil diese Dinge im Unbewussten, die ja wie so ein Gummiband wirken, gelöst sind. Und das darf ich dir vielleicht auch noch mit auf den Weg geben, weil ich das auch nur zu gut von mir kenne. So aus meinen eigenen Situationen, als ich mich auf diesen Weg gemacht habe. Dann habe ich ein Angebot bekommen, wo ich vom Herzen her gemerkt habe, ja, das ist es. Das ist jetzt mein Ding. Wo ich vom Herzen her eine recht klare Botschaft hatte, das bringt mich jetzt wirklich weiter in meine wahre Größe, in mein Potenzial. Und je länger man dann darüber nachdenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, je länger man darüber nachdenkt mit seinem süßen Köpfchen, umso mehr kommen dann wiederum Zweifel. Umso mehr habe ich dann auch angefangen, mir zum Teil die Situation wieder schön zu reden. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Angst, wirklich durchzustarten, in seine wahre Größe, Kraft und Energie zu kommen und sein Potenzial zu entdecken. Das ist diese Angst und diese Zweifel, die dann teilweise aufkommen. Und wenn du an dem Punkt bist, dann halt dir doch bitte das mal vor Augen. Wie willst du in 3 Monaten auf das Jahr hier zum Jahreswechsel zurückblicken und hinter deiner größten Angst, das ist bei mir so, war bei mir so, ist auch jetzt noch bei mir so, auch wenn ich dabei bin, den nächsten Schritt, den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen. Das ist auch nicht immer easy und einfach. Aber ich weiß inzwischen aufgrund meiner Erfahrungen von den letzten Jahren, immer dann, wenn Ängste aufkommen, den nächsten Schritt zu gehen, dann weiß ich inzwischen ganz genau, okay, da darf ich jetzt durchgehen, weil da genau liegt mein Potenzial, mein nächster Entwicklungsschritt, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Und wenn du jetzt so in den Anfängen stehst, da jetzt wirklich in die Richtung dich zu bewegen, dann lass dich bitte von deinem Denker, von deinem Verstand da nicht davon abhalten, sondern wisse, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial und, ganz wichtiger Aspekt auch noch, wir haben immer nur Angst vor der Angst. Wir haben immer nur Angst vor der Angst. Nicht in der Angst oder danach, sondern immer nur vorher. Ja, auch ein ganz wichtiges Beispiel dazu. Damit du es greifen kannst, was ich jetzt meine. Ich war dieses Jahr mit meinem Sohn zusammen in Österreich zum Canyoning. Und als wir da durch das Wasser gewatet sind, kaltes Wasser ist eh nicht mein Ding, aber ich habe es irgendwie überlebt,
Und ich mich da schon so ein bisschen an das Wasser gewöhnt hatte und so kleine Rutschen dann mitgemacht habe, da habe ich auch gedacht, oh, ist ja easy. Und in dem Moment, wo es dann angefangen hat, mir Freude zu machen, schwupps, habe ich gesehen, stand ich irgendwie oben auf dem größeren Felsvorsprung und habe da runtergeguckt und verdammt, oh, das ist ja ein Gefühl der Kilometer, den ich da runterspringen muss. Natürlich war es kein Kilometer, keine Ahnung, wie viele Meter es waren, aber du darfst dir vorstellen, selbst früher in der Schule, wenn es darum ging, im Schwimmbad, im Schwimmunterricht vom Startblock, keine Ahnung, wie viel sind das, 30 Zentimeter runterzuspringen, waren schon Dinge, die ich nie wirklich gebraucht habe. Ich habe immer gedacht, warum soll ich da runterspringen, wenn ich auch mit der Treppe ins Wasser ganz bequem gehen kann. Und dann stehe ich auf diesem Felsvorsprung und gucke da runter und denke, verdammt nochmal, da sollst du jetzt runterspringen. Und bevor ich dann aber angefangen habe, mich in meine Ängste zu begeben, bin ich halt einfach gesprungen. Weil das ist dieser Punkt, das meine ich damit, wir haben immer nur Angst vor der Angst. Da steht man da und guckt runter. Und je länger man dann da steht, umso größer wird die Angst, umso größer wird der Zweifel. Aber wenn du dann am Springen bist und dabei bist, es zu tun, es zu wandeln, dann hast du keine Angst mehr. Dann bist du im Wandel. Dann bist du dabei, dein Potenzial zu entdecken. Dann bringt dir das so viel Energie, so viel Freude, so viel Spaß in dein Leben wieder. Und darum geht es doch letzten Endes auch. Wir wollen doch diese kindliche Freude, den Spaß im Leben, den wir mal hatten. Wahrscheinlich kannst du dich vielleicht auch gar nicht mehr so dran erinnern aus Kindheitstagen, je nachdem, was da alles so übergestülpt wurde und was da alles in der Vergangenheit war. Aber letzten Endes steckt es doch noch tief in uns drin. Wir wollen doch Freude haben, wir wollen doch Spaß haben. Wir wollen auch Leichtigkeit. Natürlich ist der Weg dahin nicht immer leicht. Der ist im Prinzip einfach, aber er ist nicht immer leicht. Aber das ist doch letzten Endes auch ein Stück weit das Salz in der Suppe im Leben, dass es einem auch mal Freude machen darf, mal so ein paar Brocken zur Seite zu räumen. Oder sich auch manchmal zu überlegen, okay, da gehe ich drum rum. Oder wie kann ich drüber klettern oder wie auch immer. Okay, macht das Sinn für dich? Meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und wenn du magst, können wir auch gerne dein Bild näher anschauen. Dann, ja, wie machen wir das am besten? Ich schreibe dir den Link zum Terminkalender jetzt anschließend hier nochmal rein. Dann schau mal, was da noch frei ist für dich. Okay? Ganz liebe Umarmung, hab noch einen wunderschönen Abend und auch schon mal, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, 9:30. Kann ich dir auch schon ein gutes Nächtle wünschen. Okay? Bis dahin. Ciao.